Der Ferdinand war neben dem Tiger II und dem Jagdtiger das schwerste gepanzerte Gefechtsfahrzeug der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg im Einsatz. Das 65 Tonnen schwere Kampffahrzeug kam allerdings bereits 1943 zum Einsatz, wohingegen der Tiger II und der Jagdtiger erst in den letzten Kriegsjahren erschienen. Umstritten ist sein erster Einsatz in der Panzerschlacht von Kursk. 89 Ferdinande kamen im Nordkeil der deutschen Angriffsoperation zum Einsatz. Die sowjetische Propaganda versuchte, den Einsatz der Ferdinande als ineffizient darzustellen. Eine Behauptung, die sich in der Nachkriegsliteratur hält und auch vom Inspekteur der Panzertruppen General Heinz Guderian verbreitet wurde. Ebenso konnten die 90 Porsche-Tiger, welche bei der Armee Model eingesetzt waren, den Anforderungen des Nahkampfes nicht genügen, weil sie eine zu geringe Ausstattung mit Geschützmunition aufwiesen, die noch dadurch verschärft wurde, dass diese Panzer über keine Maschinengewehre verfügten und nach dem Eindringen in die feindliche Infanteriekampfzone buchstäblich mit Kanonen auf Spatzen schießen mussten. Es gelang ihnen nicht, die feindlichen Schützen oder MG-Nester so niederzuhalten oder gar auszuschalten, dass die eigene Infanterie zu folgen vermochte. In der russischen Artilleriestellung angelangt, sahen sie sich allein. Im deutschen Reihenwerk zum Zweiten Weltkrieg heißt es, der erste Auftritt endete als Fiasko. Da sie ähnlich wie die sowjetischen Sturmgeschütze über kein Maschinengewehr verfügten, mussten sie mit ihrer riesigen Kanone auf einzelne Infanteristen schießen. Doch das Problem lag nicht an der Konstruktion, sondern im grundfalschen taktischen Einsatz. Insbesondere das fehlende Maschinengewehr wurde kritisiert, weil die Ferdinands sich dadurch nicht gegen feindliche Infanterie verteidigen konnten und so hohe Verluste erlitten. Tatsächlich wurde der Ferdinand nach der Schlacht um Kursk überarbeitet und erhielt in der neuen Version Elefant ein Maschinengewehr. Doch was passierte bei Kursk wirklich? Stimmt es, dass viele Ferdinande durch Nahkämpfer der Roten Armee ausgeschaltet wurden? Schauen wir zunächst auf die technischen Daten. Das hohe Gewicht des Ferdinands war eine Folge der dicken Panzerung, die an der Wannen- und Aufbaufront bei geringen Neigungsgraden 200 mm dick war. An der Seite lag die Panzerung bei Stärken von 80 mm. Damit war der Ferdinand für jene Zeit extrem stark gepanzert. Der damalige sowjetische Standardpanzer T-34-76 konnte frontal maximal 45 mm Panzerung aufweisen. Die Kanone des Ferdinand war ebenfalls sehr stark, denn es handelte sich um die lange 8,8 cm Pak 43, die später leicht abgewandelt auch im Königstiger und Jagdpanzer Verwendung finden sollte. Mit 71 Kaliberlängen war sie sehr lang und beschleunigte die Panzergranate 39 auf über 1000 Meter pro Sekunde und konnte auf 2000 Meter Entfernung rund 140 mm Panzerung mit einer 30-Grad-Neigung durchschlagen. Der T-34-76 konnte dagegen nur eine 76,2 mm Kanone F-34 zum Einsatz bringen. Mit ihren rund 42 Kaliberlängen beschleunigte sie das Standardgeschoss BR-350A auf 660 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit. Damit konnten auf 1000 Meter etwa 63 bis 73 mm Stahl bei senkrechtem Winkel durchschlagen werden. Mit der stärkeren Unterkalibergranate vom Typ BR-650B waren es im Schnitt 5 mm mehr. Der Nachteil des Ferdinand war seine geringe Mobilität mit zwei 300 PS Panzermotoren. Das Leistungsgewicht lag damit sehr niedrig bei 8 PS pro Tonne. Die Maximalgeschwindigkeit lag bei 20 km/h auf der Straße und im Gelände bei nur 10 km/h. Der Bodendruck der Ketten lag bei 1,2 Kilogramm je Quadratzentimeter ebenfalls ungünstig hoch und der Kraftstoffverbrauch auf 1000 Liter auf 100 Kilometer im Gelände ebenfalls sehr hoch. Auf der Straße schaffte der Ferdinand damit theoretisch 150 Kilometer. Hier war der T-34-76 deutlich im Vorteil, denn sein 500 PS Motor W2 musste nur 26 Tonnen schleppen, was zu einem Leistungsgewicht von knapp 20 PS pro Tonne führte. Der Bodendruck lag bei günstig niedrigen 0,6 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei rund 50 km/h auf der Straße und die Reichweite bei 380 km auf der Straße. Als Fazit bleibt bestehen, dass der Ferdinand und der T-34-76 sich in jeglicher Hinsicht radikal voneinander unterschieden. Der Ferdinand war in den Bereichen Feuerkraft und Schutz deutlich überlegen, der T-34 in der taktischen Mobilität. Schauen wir nun auf den Einsatz der Ferdinande bei Kursk. Sie waren in dem schweren Panzerjägerregiment 656 zusammengefasst, das sich in zwei Panzerjägerabteilungen untergliederte.
Die schwere Panzerjägerabteilung 653 hatte 44 Ferdinande und die Abteilung 654 45, was zusammen 89 ergab. Das Regiment verfügte als Unterstützung weiterhin über 10 Sturmgeschütze 3 sowie über 27 Panzer 3 mit der mittellangen und langen 5 cm Kanonen sowie mit kurzen 7,5 cm Kanonen. Dazu kamen 3 Panzer 2 und 42 Sturmpanzer 4. Letztere werden manchmal Brumbär genannt, obwohl dieser Name in den Akten nicht auftaucht. Für ihren Angriff sollten die Ferdinande anfangs zusammen mit den Infanteristen der 86. Infanteriedivision angreifen. Später kamen die Infanteristen der 292. Infanteriedivision hinzu. Der Angriff erfolgte am 5. Juli 1943 entlang der Bahnlinie Richtung Kursk. Der deutsche Plan sah vor, dass die ferngelenkten Ladungsträger B4 durch die Sprengungen Gassen in die Minenfelder schlagen sollten. Die Ferdinande griffen zusammen mit der Infanterie an, sie traf aber auf sehr starke Minenfelder und Artilleriefeuer. Das Regiment behauptete, 272 Artillerierohre und 386 Raketenwerfer hätten an diesem Tag auf die Ferdinande gefeuert. Die Artillerie stoppte die deutsche Infanterie und trennte sie von den Ferdinanden. Diese blieben ein bevorzugtes Ziel der sowjetischen Artillerie. Tatsächlich fehlte es teilweise den Ferdinanden an einem Maschinengewehr, um feindliche Ziele wie Geschütze oder Infanterie effizient bekämpfen zu können. Das kompensierte das Regiment jedoch durch die Beigabe von 12 Panzer III, die diese Ziele nun bekämpfen konnten. Immerhin erreichten 12 Ferdinande das Tagesziel. Am nächsten Tag wiederholte sich das Geschehen, wobei die Zahl der angreifenden Ferdinande abgenommen hatte. Am 7. Juli meldete das Panzerregiment 7 Totalausfälle, 46 beschädigte und 36 einsatzbereite Fahrzeuge. Am 8. Juli wurden 2 weitere Ferdinande beschädigt, bei gleichzeitiger Meldung von 40 Panzerabschüssen. Die Gesamtlage für die deutschen Truppen wurde jedoch immer kritischer und so erfolgte der Einsatz der Ferdinande zunehmend zersplittert und vor allem zur Abwehr sowjetischer Panzerangriffe. So ging es weiter, bis die Angriffe schließlich von General Model am 11. Juli eingestellt wurden, weil die deutsche Offensive im sowjetischen Stellungssystem stecken geblieben war. Taktisch galt der Ferdinand-Einsatz aber als erfolgreich. Das schwere Panzerregiment meldete, trotz der hohen Ausfälle erreichten die Ferdinande und Sturmpanzer stets die befohlenen Ziele. Schauen wir nun auf die Erfolgs- und Verlustbilanz der Ferdinande. Die Gesamtverluste sollen 39 betragen haben. Davon 19 beim Angriff und 20 beim Rückzug aufgrund der sowjetischen Gegenoffensive. Die gemeldeten Erfolgszahlen waren dementsprechend hoch. Insgesamt beanspruchte das Regiment 500 feindliche Panzer, 20 Pack und 100 Geschütze vernichtet zu haben. Der russische Fachautor Kolomjets bezweifelt die Angaben des Regiments mit guten Gründen. Die Zentralfront verloren im gleichen Zeitraum nur 433 Geschütze und über 500 Panzer an alle deutschen Einheiten im Norden des Kursker Bogens. Der deutsche Generalstab war auch skeptisch und teilte solche Zahlen im Allgemeinen durch 2. Doch selbst wenn man die Zahl erheblich absenkt, bleibt insgesamt doch ein recht guter, erfolgreicher Einsatz der Ferdinande bei Kursk bestehen. Doch was waren die Ursachen für die Verluste der Ferdinande? In der Literatur wird oft behauptet, die sowjetischen Infanterietrupps hätten sich dem Fahrzeug nähern können, weil es kein Maschinengewehr besaß, um es dann mit Nahkampfmitteln wie Sprengladungen auszuschalten. In den deutschen Meldungen ergibt sich ein etwas anderes Bild. So verlor das Regiment bis zum 14. Juli die meist angeblich durch Artillerietreffer auf die Motoren Grätings. Ein weiteres Problem waren Minen. Weitere 40 wurden nämlich durch Minentreffer allein bis zum 11. Juli beschädigt. Die Minen zerstörten Ketten und Fahrwerke. Da die sowjetische Artillerie ihr Feuer auf die beschädigten Ferdinande konzentrierte, war ihre Bergung und Reparatur sehr erschwert. Die sowjetische Zentralfront als Gegner der Ferdinande zeichnete im Juli 1943 ein ähnliches Bild. Die meisten Ferdinande seien nach Treffern durch Minen und Geschosse völlig ausgebrannt. Das würde vermutlich daran liegen, dass die Motoren des Ferdinands leicht in Brand gerieten. Als letzter Punkt des Berichts hieß es, zu den Nachteilen der Ferdinand-Sturmgeschütze gehören geringe Geschwindigkeit und schlechte Manövrierfähigkeit beim Fahren im Gelände sowie deren Mangel an Verteidigungsmitteln, was sie zu einer leichten Beute für mit Brandflaschen bewaffnete Infanterie macht. Wieder anders sieht die Lage aus, wenn man sich den Bericht einer sowjetischen Untersuchungskommission der Roten Armee anschaut. Sie untersuchte 21 Ferdinande. Die Hauptursache für Totalverluste der Ferdinande waren Minentreffer. 11 Stück erlitten dadurch schwere Beschädigungen an den Fahrwerken und Ketten.
Daraufhin wurden sie von den Besatzungen in Brand gesetzt und aufgegeben, wenn sie nicht aus dem Gefechtsfeld geborgen werden konnten. Die anderen wurden meist von Panzergranaten beschädigt. Laut sowjetischer Untersuchungskommission kam es dabei zu Fällen, in denen die Fahrzeuge ohne Panzerdurchschlag in Brand gerieten. In einem Fall hatte die Besatzung das Feuer gelöscht und in einem einzigen Fall war es einer 76,2 mm Granate gelungen, die Panzerung des Ferdinands seitlich zu durchschlagen. Ein weiterer wurde tatsächlich durch einen Infanterienahtrupp mit einer Brandflasche, das ist die übliche deutsche Bezeichnung für Molotow-Cocktail, in Brand gesteckt. Ein weiterer erlitt einen Treffer einer 203 mm Granate in die offene Kommandantenluke und wurde direkt durch wahrscheinlich eine Explosion zerstört. Ein weiterer erhielt einen Zufallstreffer einer Bombe aus einem sowjetischen P-2-Bomber. Fasst man den sowjetischen Untersuchungsbericht zusammen, so gelang es nur in ganz wenigen Fällen, ein Ferdinand durch sowjetische Projektile aller Art direkt auszuschalten. Meistens wurden sie durch Minen oder Geschosse in ihrer Mobilität beschädigt und erst durch die eigenen Besatzungen oder sowjetische Soldaten endgültig vernichtet. Der sowjetische Bericht widerlegt auch den Mythos, dass die sowjetischen Infanteristen die Ferdinande ausgeschaltet hätten, weil ihnen ein MG gefehlt hätte. Das bestätigt auch die Sicht der Besatzungen der Ferdinande. Unteroffizier Neunert aus der Abteilung 653 meinte: "Ich habe nicht erlebt, dass sich feindliche Einzelkämpfer unserem Geschütz genähert haben. Im Gegenteil, die anfänglich gehegte Befürchtung, dass der Ferdinand gegenüber der feindlichen Infanterie sehr gefährdet sei, war in der Praxis unbegründet", meinte der Abteilungskommandeur 654. Interessant ist nun aber, dass die erste Abteilung erfolgreicher kämpfte als die zweite. So meldete die Abteilung 653 die Zerstörung von 320 Feindpanzern bei 13 Verlusten. Die zweite Abteilung meldete geringere Abschusszahlen und hatte doch 26 Verluste zu verzeichnen. Das hatte einen Grund. Die 653. Abteilung war aus der Sturmgeschützabteilung 197 formiert worden. Die schwere Panzerjägerabteilung 654 war erst im März 1943 auf die Ferdinande umgerüstet worden. Sie verfügte vorher über gezogene 7,5 cm Packgeschütze oder leichte Marder II Panzerjäger. Man kann vermuten, dass die Sturmgeschütztaktik besser für die Ferdinande geeignet war als die Panzerjägertaktik. Tatsächlich gab es nach dem Einsatz bei Kursk Kritik an dem taktischen Einsatz der Ferdinande. Positiv vermerkt wurde, dass die Ferdinande stets die gesteckten Ziele erreicht hätten. Gravierend war aber, dass das Zusammenspiel der Ferdinand mit der Begleitinfanterie nicht funktioniert hatte. Das Ferdinand-Regiment kritisierte die Infanterie, die zu langsam folgte, und forderte die Ferdinande künftig besser im Rahmen einer Panzerdivision einzusetzen, da die Infanterie es dort gewohnt sei, Panzern zu folgen. Dieser Ansicht schloss sich der Generalinspekteur der Panzertruppen General Heinz Guderian an. Er forderte Zusammenwirken mit Panzergrenadieren. Der Panzeroffizier beim Generalstab des Heeres beurteilte die Sachlage jedoch anders. Er meinte: "Einsatz nach Art von Panzerverbänden im Rahmen der Panzerdivision falsch. Derartiger Einsatz erklärlich, da Regimentkommandeur alter Panzermann. Richtig, Einsatz nach Art der Sturmgeschütze, dann Zusammenbleiben mit der Infanterie gewährleistet." Damit bestätigte der Panzeroffizier indirekt, dass die Taktiken der Sturmgeschütze passender für die Ferdinande im Angriff seien. Neben den taktischen gab es auch operative Gründe für die Ferdinandverluste. Ein Grund für die hohen Minenverluste war offenbar, dass die Ferdinande immer wieder von den geräumten Gassen abkamen, die von den B4-Ladungsträgern geschlagen worden waren. Die deutschen Pioniere konnten die Gassen nämlich nicht richtig markieren, weil das sowjetische Artilleriefeuer zu stark war. Daher kamen die Ferdinande offenbar von den Gassen ab und fuhren in die Minen. Das starke sowjetische Artilleriefeuer verhinderte auch oft die rechtzeitige Bergung der Ferdinande. Die Unterschätzung der sowjetischen Abwehrkraft und insbesondere der Artillerie war aber ein Fehler, der in die Gesamtplanung zur Operation Zitadelle eingewebt war und weniger etwas mit den technischen Eigenschaften der Ferdinande zu tun hatte. Wie ist nun das fehlende MG der Ferdinande zu bewerten? Tatsächlich kam es vereinzelt zu Situationen, in denen sowjetische Infanterie heranrückte und die fehlende Feuerkraft des Maschinengewehrs sich bemerkbar machte. Das schilderte etwa ein Unteroffizier Böhm in einem Brief an einen General im September 1943. Die Truppe forderte sowohl für den Ferdinand wie für den Sturmpanzer IV die Nachrüstung eines Maschinengewehrs. Im Gefecht hatte sich gezeigt, dass es zu aufwendig war, jedes Mal mit der Kanone zu feuern. Bruno Kahl, damals Major und Kommandeur der 3. Abteilung im schweren Panzerjägerregiment 656, schrieb Roman Töppel 1997: "Der Wunsch nach einem Bug-MG entsprang mehr aus der Überlegung, Geschützmunition zu sparen. Der Einbau des Maschinengewehres sollte den Ferdinand flexibler und effizienter machen."
Zeit für ein Fazit. Der erste Einsatz der Ferdinande war insgesamt erfolgreich, wenngleich kein überragender Siegeszug. Die Hauptursache für das Scheitern lag im nicht funktionierenden Konzept des deutschen Angriffsplans Zitadelle. Daneben gab es jedoch auch taktische Ursachen für die Verluste. Dazu gehört, dass der Ferdinand im Angriff wie Panzer und nicht wie Sturmgeschütze eingesetzt wurde. Das fehlende MG wurde später nachgerüstet und in der neuen Version Elefant zum Standard. Es spielte aber keine Rolle für das Scheitern der Ferdinande. Zum einen hatte der deutsche Plan vorgesehen, die Ferdinande mit Panzer III und Infanterie zur Unterstützung angreifen zu lassen. Diese sollten eigentlich die Infanterie bekämpfen, kamen aber aufgrund des heftigen sowjetischen Artilleriefeuers häufig nicht mit. Zudem zeigen die sowjetischen Evaluierungen kaum Verluste durch Infanterie. So war denn der Ferdinand recht effizient. Seine Abschussverlustquote lag nach Ermessen aus deutschen Quellen etwa bei 1:8, während sie für die deutschen Panzer bei Kursk etwa bei 1:6 lag und beim Panther nur 1:2,5. Schwerer waren aber die relativen Verluste. 43% aller Ferdinand gingen verloren, während es bei den Panthern nur 31% waren. Wie wichtig die Taktik war, wird ersichtlich, wenn man sich vor Augen führt, wie effizient die ehemaligen Sturmgeschützleute auf dem Ferdinand kämpften. Sie verloren nur 30% bei einer Abschussquote von 1:12. Gemeldet hatten sie sogar 1:20. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und danke Dr. Roman Töppel für das Peer-Review zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.